Hallo Freunde der Videospiele und willkommen zurück zu DMC Devil May Cry Definitive Edition und Mission 8. Those flying bastards stole my eye. They torment me incessantly. I can't leave here without it. I'm trapped for eternity. Get me back my eye and I'll take you to the tower. Blind bastards! Come! Go! Go! Follow them! Find their nest! Okay. Wir sind hier. Bin gerade nicht sicher, was ich machen soll. Ich kann einfach rumspringen. Ah ja, genau. Okay, wir sollen also das Auge von diesem Typen da holen. Yeah, that's it. Lead the way. Haben wir jetzt hier quasi so eine Verfolgungsmission. Auch sehr untypisch für Devil May Cry. Aber ist ja nicht so, dass ich hier irgendwie ein Zeitlimit habe. Little bastards. Sondern ja. Das ist halt einfach so storytechnisch quasi gemacht. Oh, die Axt wieder. Die sich irgendwie komischerweise wieder ausgewählt gehabt. Merkwürdig. Ne, da kann ich nicht. Das kann ich aber. Oh mein. There you are. Nein, 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 nein. Da wollte ich dann noch hin. Ah. Okay. Nein! Damn it. Ach nein, ich dachte, das wäre der richtige Weg. Oh yeah. Okay. Nice. Ich habe da irgendwie einen Bug gefunden. Interessantes neue Technik, in der Luft stehen bleiben und dann einfach runterfallen. Ja, die habe ich gelernt. Wow. Ein Zug. Ach, da ist eine Seele. Ah. Okay. Ja, ja, ich will ja closer kommen. Sieht aus wie Doom Train aus Final Fantasy. Oh, da waren. Ja. Flying bastards! Ja, ich kann nicht holen. You wanna play? Triple S. Muss ich noch drankommen. Egal. Von da komme ich, ne? Oder komme ich von da? Leben hier holen. Kurz mal gucken, von wo ich gekommen bin. Wo ich hin soll. Aha.
Ein Schlüssel. Jetzt finde ich die ganze Zeit Schlüssel, aber keine Türen. Auch nicht schlecht. Okay. Nö. Sonst haben wir hier nichts. Da kann ich nicht weiter. Okay. Es fehlt irgendwie in dem Spiel dieses schnelle Laufen, das es in Teil 4 gab. In Teil 4 konnte man, wenn der Charakter, also Dante oder Nero, eine Zeit lang einfach nur geradeaus gelaufen ist, hat er so einen Speed-Buff bekommen, dass er halt ganz schnell läuft. Was halt im Kampf nicht eingesetzt werden konnte. Also man konnte das nicht triggern. Also nicht so viel ich weiß. Aber das war halt cool, weil dadurch das Exploring quasi bisschen angenehmer und schneller gemacht wurde, weil hier, wenn man dann ganz viel backtrackt, dann will er den ganzen Weg zurücklaufen, das dauert halt ein bisschen. Deswegen versuche ich halt hier immer so zu fliegen, weil ich immer denke, das ist so ein bisschen schneller. Upgrade haben wir auch wieder. Weil ich die Handschuhe so sehr mag. Slam, das ist dieser, nee. Den habe ich nicht. Jetzt können wir quasi. No, get back here. Nice. Okay. Das einzig Blöde, was mir gerade so auffällt an der neuen Steuerung von dem Spiel hier, ist, man muss ja den rechten Trigger oder den linken Trigger gedrückt halten, um halt die Engel- oder die Dämonenwaffe zu benutzen. Und Moment, was muss ich machen? Reach the goal within. Ah, okay. Also einfach wieder so ein Racing-Ding. Und ja, die Angriffe, diese Stinger-Angriffe, die macht man normalerweise in den alten Teilen immer mit Anvisieren, nach vorne drücken und dann halt den Schlagknopf. Also so mache ich auch hier den Stinger. Da es jetzt Anvisieren auch gibt, mache ich das halt genau so. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich Anvisieren auf R1, also RB habe in dem Fall. Und ja. Oh, crap. Oh, der fällt aber ganz schön lange. Also. Ja, jetzt ist natürlich so ein Angriff. Verdammt. Och, komm. Okay, einen Moment. Ich muss das hier erstmal schaffen. Ein bisschen Concentration. So, jetzt. Gut. So ein Angriff wie der ist ja kein Problem. Weil ich, wie gesagt, dabei ohne Probleme mein, ihr merkt schon, ich streng mich gerade ein bisschen an. Das ist doch ein bisschen schwerer. So, jetzt. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt kann ich auch reden. So, was ich sagen wollte ist, ja, wie gesagt, die Angriffe führe ich halt aus mit RB, gedrückt halt nach vorne und dann, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, okay, dafür habe ich den Skill natürlich nicht, aber das ist so, macht man das in jedem Devil May Cry. Und ja, das kann man halt hier so machen. Das Problem ist, um halt die Fäuste einzusetzen, muss ich ja RT gedrückt halten. So, während ich gedrückt halte, habe ich ja meinen Zeigefinger auf RT, also auf R2, falls euch das besser was sagt. Und jetzt muss ich noch R1 drücken, um nach vorne, um diesen Move zu machen. Das ist quasi der Stinger von. So, ich benutze jetzt gerade zwei Finger. Zum Glück gibt es natürlich auch eine Technik, dass ich einfach zweimal nach vorne drücken kann. Aber an die muss man sich erstmal gewöhnen. Weil ich das halt von alten Spielen anders gewohnt bin. In der 360-Version und der PS3-Version gab es ja kein Anvisieren, deswegen musste man das so machen. Und das hatte mich ein bisschen gestört. Aber jetzt merke ich eigentlich, dass das viel besser war. Und ich das ja anders nicht wirklich ausführen kann. Und ich mich quasi dran gewöhnen muss. Oh, wir sind hier im Nest. Nice, nice, nice. Oh, ich glaube, ich kriege sogar eine neue Waffe, wenn ich mich recht erinnere.
Why am I doing this for a crusty old demon? Oh yeah, that's why. Zack, und da haben wir sein Auge quasi. The eye. Die andere Hälfte seines Gesichts, seines Kopfs. An ambush. You flocking bastards. Oh. Ja. Ah, hier muss ich aufpassen, der Boden kracht nämlich. Come on, get up. Alles. Running out of roof. Oh oh. No. Es war ein bisschen blöd, dass man da nur in der Luft kämpfen kann. Deswegen konnte ich natürlich nicht so viel Style-Bonus machen, weil ich die Fäuste dann nicht so gut einsetzen kann. Bin ich von da gekommen oder bin ich von da gekommen? Oder von da? Dann hole ich mir hier die Läden. Und dann gehen wir mal hier hoch und gucken. Also hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Eine Seele. Okay. Hier hören wir immer noch diese Propaganda. Ah! Mal hier. Hier war ich auch noch nicht. Hier ist auch eine Seele. Ah, jetzt sind die kein Problem, selbst wenn mehrere auf einmal kommen, da ich die Knarren ein bisschen upgradet habe. Merkt man auf jeden Fall, dass der Damage auf jeden Fall reicht für sowas. So, und dann vermute ich mal, hier wird der richtige. Ja, das sieht doch schon. 1, 2, ja, waren nur 3. Okay, von hier kam ich auch, oder? Jo. Ja, und jetzt hier so ein schnelles Rennen wäre praktisch. Ah ja, hier war ich ja. Upgrade. Ja, okay. Ah, Moment. 3500, das ist doch wieder ein Hub-Upgrade. Das nehme ich doch gerne mit. Ah. Ah, hi. Hier schon wieder. Ah, das kann's noch. Ah, verdammt. Die ganze Zeit ausgewichen. Und da war es dann zu viel ausgewichen. Ja. Die Viecher sind auf jeden Fall ein bisschen schwerer. Da habe ich noch nicht so ganz den Dreh raus, wie ich die am besten bekämpfe. Gott.
Hui, das war knapp. Ich dachte, das geht doch ein bisschen weiter hier. Ah, hier ist schon wieder. Das ist einfach Free Geld, das ist quasi wie die Spinnen mittlerweile. Außer die würden die noch mit normalen Gegnern machen, dann wird das natürlich ein bisschen stressiger. Ah, Backtracking. Oh, der Boden ist normal. Ah. Ein guter Freund. So. Oh, ach, der war am Leuchten. Oh. Jetzt habe ich den natürlich wütend gemacht. Wow. Ja, gerade ausweichen. Uhu. So hätte ich das machen sollen. Dann schmeiß ich mal den auch direkt mit hoch. Hm. Achso, ja, da wie gesagt, kann ich nicht rüber. Ich dachte eigentlich, bei den Harpien kriege ich eine neue Waffe. Ich dachte, ich hätte da irgendwas in Erinnerung gehabt, aber leider noch nicht. Who's there? It is I. Yeah. You have it? Have you? I can see. I can see. Dante. You know me? No. I knew your father, Sparta. I can see him in you. Sparta was a demon. I'm nothing like him. No, of course. You are Nephilim. I can see that too. What are you? Phineas. Scholar, inventor, prophet. Demon. And until you arrived, political prisoner of Mundus. I am grateful. It wasn't a favor. You said you'd take me to that tower. Of course, my friend. Of course. This way. Ja, und der bringt uns zum Tower. Wo wir hinwollen. Naja. Hm, eine Tür habe ich verpasst. Verdammt, sonst hätte ich alles. Schade. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ein Like ist immer nett und wir sehen uns im nächsten Level. Danke, tschüss!